Natürlich jetzt nicht, was hier gebäudetechnisch na, wie sagt man? Hier bei meiner Schwarzen Bergfestung Vorsicht im Sinne von Verteidigungsanlagen und so weiter, klar. Das hat eigentlich eher so den in Anführungsstrichen reellen Hintergrund. Aber ansonsten hier mit, ich spring mal da runter, ich renne mal da durch den Gang und ach, guck mal, da sind noch mal ganz viele Monster. Und das ist, da bin ich eigentlich eher ja, flexibel wie ein Gummiball. Obwohl ein Gummiball eigentlich relativ hart ist, obwohl er Gummiball ist, ne? Wenn du sowas mal im Kopf bekommen hast, dann weißt du, wovon ich rede. So, jetzt machen wir das hier noch kaputt. Zeitmäßig schaut's noch... Ach, glaube ich. Ja, zeitmäßig müssen wir jetzt wieder. Ich bin drüber, verdammt. Naja. Aber stört auch nicht. Dann haben wir wenigstens Nägel mit Köpfen gemacht. Dann haben wir wenigstens alles auf einem Aufmarsch gemacht. Früher oder später müssen wir hier natürlich wieder her, um weiter Terra zu formen. Aber bis dahin habe ich hoffentlich das Diamantwerkzeug repariert. Ich meine, klar, wir hätten jetzt auch von vornherein eine Höhentour machen können. Hätten gesagt, alles klar, für die Level und los geht's. Aber wozu jetzt? Da habe ich doch lieber hier einmal komplett das Gesamtbild der Nebellande geändert auf ewig. Und dabei noch ein paar Level verdient und mich gegen Monstrositäten der Nacht geschlagen und dem mal gezeigt, dass hier in den Nebellanden nicht so lustig ist, wie sie dachten. Bevor ich in der dunklen Höhle rumeier, was ich das nächste Mal tue. So. Ach ja, irgendwann in vielen, vielen Jahren werde ich dann von den Zinnen der Burg heruntergucken und mir auf dem zweiten Monitor dann einfach mal die Bilder daneben stellen und dann einfach mal gucken, was sich verändert hat. Obwohl, da könnte man eigentlich ganz gut so ein Let's Show draus machen, weißt du? So Vorher-Nachher-Bilder, so genau an dieselbe Position stellen, in die gleiche Richtung gucken, weil ich meine jetzt hier mit diesem Ding hier, da kannst du ja aufs Grad genau, wo du hinguckst, kannst du ja da alles einstellen. Wäre schon lustig, irgendwie. Na, mal gucken. Ist ja bis dahin noch ein langer, anstrengender und intensiver Weg, den wir gehen müssen. Und ich bin mal gespannt, was sich dann noch alles hier in den Jahren dann ändert. Schon irgendwie toll. Es ist das absolut längste Let's Play hier bei mir auf dem Kanal und wird ja quasi eines der längsten Let's Plays von YouTube dann werden. Weil ich hatte es ja schon mal gesagt, ich hatte mal geguckt nach Folge 1000 und es gibt nicht besonders viele, die 1000 Folgen von irgendwas rausgebracht haben. Deshalb zähle ich mich selber dazu zu einem kleinen elitären Kreis der Durchhaltenden. Klar, davon kann man sich nichts kaufen, davon gibt's nichts Besonderes, aber es ist halt das gute Gefühl. Ach ja, oh Gott, dass wenn ihr alles sehen könntet. Das ist total lustig, ihr müsst mal Leute beim Telefonieren beobachten, saugeil. Wenn Leute sitzen, unterwegs in der Fußgängerzone und so, und erlebst du das gar nicht, aber wenn sie dann irgendwo sitzen, dann kannst du das beobachten, denn ein Mensch, Mist, ein Mensch gestikuliert sehr viel, wenn er redet. Und das müsst ihr mal machen. Einfach mal, wenn ihr unterwegs seid, Leute, die sitzen und telefonieren, mal beobachten. Die gestikulieren am Telefon genauso. Und das sieht immer total lustig aus. Da habe ich mich hier über einen Arbeitskollegen immer total gefreut, weil der, wenn da sitzt und telefoniert und dann anfängt, da wild zu gestikulieren, als würde sein Gegenüber sehen, was er ihm da gerade erklärt und dann auch nur die Gesten dazu macht. Total lustig. Aber es ist faszinierend. Du musst dann einfach mal die Augen schließen. Also du musst als Experiment jetzt mal betrachtet. Ich meine, wenn du das einfach so spontan machst, dann schauen dich die Leute komisch an. Du filmst ihn einfach während des Telefonats. Machst deine Augen dabei zu. Und dann versuchst du zu realisieren, was er dir erzählen will. Und dann hast du es entweder auf Anhieb geblickt oder hast eine Vorstellung von dem, was er dir... Entschuldigung. Oder hast eine Vorstellung von dem, was du glaubst, was er dir erzählen wollte.
Und dann schaust du dir mal das Video an und mit der Gestik und ja, vergleichst diese Ergebnisse dann mal miteinander. Ja, ich denke, du wirst staunen. So, wie hoch geht man jetzt da? Also das Wasser auf jeden Fall dicht. Und dann muss ich noch höher oder muss ich von da oben sogar noch was abtragen? Ach nee, da war ich doch noch gar nicht. Ich war doch eigentlich prinzipiell... War ich hier? Nee, wo war ich denn? Da! So, das müsste jetzt dann aber langsam echt genügen. Gott, da habe ich euch jetzt gequält ohne Ende mit dieser Aufnahmesession. Hammerhart. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich nur ein Nebenprojekt hier. Das Hauptprojekt ist ja momentan eigentlich eher The Witcher. Huch. Meine Güte. Und ja, als Hauptprojekt, als Nebenprojekt kann man das dann schon mal so machen. Weil hier haben wir Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck. Es ist kein Ende geplant. Es ist kein Ende in Sicht. Und dann ist alles schick. So, und wo ist dein Problem, mein Freund? Nam, 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 nam. Ich sehe schon. So. Oh, es wird langsam Nacht. Das heißt, ich mache das Löchlein hier noch zu und dann geht es zurück zur Schwarzen Bergfeste. Oh, Mann. Das darfst du keiner erzählen. 2 Stunden lang Terraforming. In den verschiedensten Bereichen. Angefangen hatten wir ja eigentlich mit, ja, wir werden den Fluss hier ein bisschen formen. Dann ging es ja über zu, wir werden den Schäfer anfangen. Zu, oh, wir müssen ja ein bisschen Terraformen für den Schäfer. Zu einer endlosen Fläche, die wir jetzt hier, na okay, endlos ist vielleicht immens übertrieben. Ging über zu, wir müssen den Berg abtragen. Und ich bin nicht dazu gekommen, dass ich den Schäfer auch nur ansatzweise beginne. Die kässt du jetzt da langsam mal. Meine Güte. So. Aber zumindest haben wir die Erde, die wir gewonnen haben, gleich wieder verballert. Komm mit. So. Alter, während ich hier die ganze Zeit durchgelabert habe, da bin ich mal gespannt, wo ich da die Schnitte setze. Da kannst du eigentlich nur irgendwo mitten in dem Satz schneiden. Ich habe ja hier echt ohne Punkt und Komma wieder palabert. Ja, aber sonst musst du auch erstmal können. So, ab nach Hause. Zeit wird es. Inventar aufräumen und dann ist Ende. Skelett töten für Erfahrungspunkte. Aber jetzt haben wir hier eine schöne Fläche. Hier vielleicht noch ein bisschen dann angleichende, sanft ansteigende Steigung. Klingt irgendwie scheiße, aber ist so. Und dann ist alles tutti. Oh, Andy. Mr. Enderman. Mit ohne Perle, Bastard. Du Bastard. Da ist der Nächste. Aber erstmal, da sind die Nächsten. So, dann machen wir hier die Zombonauten. So, wird vielleicht doch nichts werden mit Inventar ausleeren. 36 Level. Nee, du fällst mir aufs Feld. Wieder keine Perle. Was ist denn? Was ist denn mit dir nicht richtig? Das ist mein Feld. Haust du ab von dem Feld, Junge? Die guten Kartoffeln. Nein, 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 nein. So, einen konnte ich von abhalten, der andere ist reingeflogen. Nee. Nom, 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 nom. Schnell, die Kartoffeln. Nix da. Mein Feld. So, ich hoffe, ich habe alles bekommen. Ei, ei, ei. Nur Ärger, wir haben gar keine Rüstung mehr. Wir kämpfen jetzt quasi nackt. Ach, guck mal, hier könnten wir noch schnell... Weil wir gerade hier sind und das und die Erde im Inventar haben, dann müssen wir die Erde wenigstens nicht ausladen. Da bringen wir schnell den ganzen Klumpatsch hier an. Ich hoffe, dass kein Creeper hinter mir zu Schwung macht. Du kannst kommen.
Da ist ein Creeper, aber der macht nichts zu Schrumm. Das ist ein Blindgänger, haha. Ach ja. So, ein Stack haben wir noch. Naja, fast ein Stack. So, na gucke. So, das war's. 30 Kartoffeln, naja. So, der Creeper ist mir natürlich immens im Weg, aber wir haben ja hier Pfeile bekommen. So, dann komm mal ran auf den Meter. So. Nein, nein, nein. So, jetzt kommst du. Was ist denn das? Eine Hexe. Wir müssen sie verbrennen. So, was gab's denn eigentlich Feines? Weiß der Geier. So, Don Creeper, Commander Flauschfuß in geheimer Mission. Und dran bist du. Fünfmal daneben geschlagen und immer noch nicht tot. Gibt's ja nicht. Am, 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 am. So, zu Hause ist, wo der Lord Regent wohnt. So, euch werde ich Manieren beibringen. So, das ist natürlich hier herrlich, dass da so immens viele Creeper sind. So, aber bis jetzt können wir ja alles wunderbar handeln. So, na, 37 Level wird schwer werden. Dafür haben wir hier nicht genug Monster. Nein! Du Bastardo! Du dumme Ding! Verdammt. Ja super, mit Zweien komme ich nicht weit. Oh doch! Ja, geh mir nicht auf den Keks, ich habe hier gerade Reparaturarbeiten, siehst du das denn nicht? Bruchstein. Müssen wir damit füllen. Ich meine, klar, früher oder später, habe ich ja gesagt, hier im Innenhof Kies weg, Granit rein, weil es einfach besser aussieht und zur Festung besser passt, aber ja. Gut, Mist. Mistikack, würde der Ufermann jetzt sagen. So, geschafft. Zu Hause, na, bringen wir halt noch schnell das Holz weg. Zumindest nur das Holz. Und dann machen wir das nächste Mal wieder frisch, fromm, fröhlich. Na, okay, die Kartoffel noch. Frisch, fromm, fröhlich weiter. Hier die Tür zu. Jetzt. So, Kartoschkis. Alter, da könnten wir auch mal wieder ein bisschen burnen. Und natürlich den Bogen, der ist vorne drin. So. Ja, Freunde, es war mal wieder eine lange Aufnahmesession, aber hat mal wieder ends Spaß gemacht, also mir zumindest. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr denn so von der ganzen Aktion hier haltet, von den Nebellanden und so weiter und so fort. Geht das auch? Nee. Und ja, hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht, wie gesagt. So, einen ganzen behalten wir und einen ganzen legen wir damit rein. Was haben wir eigentlich auf dem drauf? Haltbarkeit und Stärke, check. Gut. So. Gut. Freunde, erstmal gute Nacht. So, guten Morgen. Jo. Ja, wie gesagt, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, ein weiterer Tag in den Nebellanden, hier bei uns in den Nebelchroniken. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu tun, als mich einmal vor euch zu verneigen. Hochachtungsvoll, der Lord Regent.